Und in diesem Jahr wurde das Projekt der Medienscouts sogar als Duisburger Beispiel ausgezeichnet. Unser heutiger Studiogast ist eine der Lehrerinnen, die das Projekt der Medienscouts betreut. Herzlich willkommen, Ulrike Huft. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Nand. Ja, Frau Huft, wir hatten gerade schon im Beitrag grob gehört, was das Ziel der Medienscouts ist. Könnten Sie zu Anfang einmal erzählen, wie die Idee überhaupt des Projekts entstand? Also das Projekt Medienscout ist eine Geschichte, die die Landesanstalt für Medien vor circa 6 Jahren auf den Weg gebracht hat. Und alle Schulen konnten sich bewerben, um dort eine Ausbildung zum Medienscout zu machen. Also Schüler konnten diese Ausbildung machen und natürlich auch die Lehrer, die das betreuen. Und Cybermobbing war ein Bereich aus der Gesamtausbildung, den die Schüler dort gelernt haben. Aber wir haben inzwischen festgestellt, dass es mit ein Hauptbereich ist, um den sich unsere Schülerinnen und Schüler kümmern müssen. War es schwierig, Schüler zu finden, die als sogenannte Medienscouts agieren möchten, oder war das relativ leicht? Nein, es ist nicht schwierig. Es ist etwas problematisch, wenn es ums Alter geht, weil Schüler, die beraten, Schüler, die bei anderen angesehen sind, Schüler, die in Klassen gehen, die müssen ein bestimmtes Alter haben. Und das ist so ab Klasse 8 aufwärts. Wir finden immer wieder neue Schüler, die daran sich beteiligen müssen oder möchten. Und wir haben inzwischen die 4. Generation an Schülern, die an diesem Projekt teilnimmt. Schön auf jeden Fall, dass sich so viele Schüler auch dafür interessieren. Wie wurden die Schüler dann geschult und wie wurden dann die Methoden entwickelt, um andere Schüler eben übers Internet, über Cybermobbing aufzuklären? Also es gab anfangs eine Veranstaltung der Landesanstalt für Medien und circa 3 Jahre später nochmal einen Auffrischungskurs. Ansonsten werden die Schüler von den ursprünglichen Medienscouts weitergeschult. Also wir haben Materialien von der Landesanstalt für Medien bekommen, die von den alten Medienscouts an die neuen weitergegeben werden. Und eigentlich lernen die auch durch die Arbeit mit den alten Medienscouts, zum Beispiel, wie berät man in einer Klasse, wie mache ich das, das ist so deren Thema. Und wie berät man in einer Klasse? Bitte? Wie berät man in einer Klasse? Ja, wir haben einmal die vorgefertigten Unterrichtsstunden, die haben die Schüler selbst entwickelt und die gehen halt eben zum Beispiel zum Thema Cybermobbing in die Klassen und machen dort eine Unterrichtsstunde mit den Schülern und kommen so mit denen ins Gespräch und können dann auch im Extremfall Einzelberatungen durchführen. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach diese Art von Aufklärung gerade in der heutigen Zeit? Die ist sehr wichtig. Ich finde nur, dass sie ein wenig zu kurz kommt. Denn das Problem ist, wenn wir eine Stunde in den Klassen machen, dann haben wir das Thema angestoßen. Manchmal gibt es Kollegen, die das weitermachen, aber wir haben natürlich keinerlei Einfluss auf das, was die Schüler in ihrer Freizeit machen. Und diese Grauzone, ich benutze das Handy, um mich mit anderen zu unterhalten, oder ich benutze das Handy, um andere zu beleidigen und schlecht zu machen oder Sachen weiterzuleiten, die gar nicht weiterleiten sollten, die ist sehr groß. Da kommen wir auch gar nicht so richtig dran. Mhm. Es wäre schön, wenn alle Schüler dann halt eben auch mit dem Gedanken nach Hause gehen, ich mache das nicht mehr, aber das geht utopisch, nicht. Ja. Aber durch die Auszeichnung, Duisburger Beispiel, ist jetzt ja nun mal das Projekt weiter in die Öffentlichkeit gerückt. Denken Sie, dass vielleicht dadurch auch andere Schulen motiviert werden, auch so ein ähnliches Projekt zu starten? Wenn es anderen Schulen bekannt wäre, ja, vielleicht. Es hängt natürlich immer von der Schule selbst ab, in welcher Form dieses Projekt durchgeführt wird. Bei uns ist es halt eben eine Freiwilligkeit, sowohl von den Schülern als auch von den betreuenden Kolleginnen und Kollegen. Und die Schulen müssen halt eben Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Wie stolz waren Sie und Ihre Schüler, diese Auszeichnung zu bekommen? Wir waren super stolz. Die Schüler waren vor allen Dingen super stolz, dass wir diesen Preis bekommen haben. Das ist nicht der erste Preis, den wir gewonnen haben, aber das war so nochmal ein Ansporn, weiterzuarbeiten. Sie haben ja auch von Anfang an das Projekt betreut. Was bedeutet für Sie persönlich das Projekt? Warum ist es für Sie so wichtig, da mitzumachen? Ja, ich finde, es ist wichtig, dass unsere Schüler in dieser Medienwelt nicht alleine gelassen werden und dass sie wissen, ja, wir können auch zu den Medienscouts gehen, wenn wir ein Problem haben, wir können eventuell auch zu den betreuenden Lehrern gehen. Eltern haben nicht so viel Ahnung davon oder wollen sich damit nicht beschäftigen und ich finde, Schule hat auch die Aufgabe, an der Stelle Schülern eine große Hilfestellung zu leisten.
Und wie würden Sie den Prozess des Projekts beschreiben? Was hat vielleicht, wo gab es Schwierigkeiten, was hat vielleicht überraschend gut geklappt? Also Schwierigkeiten gibt es immer wieder und es hängt immer von der Art des Projektes ab, was wir gerade machen. Cybermobbing ist ja nur ein Projekt der vielen Sachen, die wir an der Schule mit den Medienscouts erarbeiten. Und da gibt es immer wieder Probleme, wenn die Schüler zum Beispiel in die Klassen gehen wollen, dass sie Termine finden müssen, das mit den Klassenlehrern absprechen müssen. Dass die vor Ort die Ausstattung vielleicht nicht gerade so ist. Wir zeigen ja zum Thema Cybermobbing auch einen kleinen Film. Da müssen die Materialien zur Verfügung gestellt werden. Und das ist schon manchmal ein bisschen schwieriger. Sie hatten gerade gesagt, Cybermobbing ist nicht das einzige Projekt. Ja, was bieten Sie denn noch an im Umfeld alles Mögliche. Vom Internet? Wir haben also im letzten Jahr zum Beispiel eine Aktion gemacht zum Lutherjahr, in dem wir nämlich die 95 Thesen von Luther übersetzt haben in die Thesen zur Medienwelt, zum Internet, wie man mit dem Internet umgehen sollte. Wir haben eine ganze Menge zum Thema Passwortschutz zum Beispiel gemacht. Und wofür wir auch einen Preis bekommen haben, weil wir an einem Wettbewerb teilgenommen haben, ist diese modernen Medien, die angeblich zu Hause einem die Arbeit erleichtern, wie zum Beispiel Alexa. Die heißt bei uns Mamafon und erleichtert nicht die Arbeit. Spannende Projekte auf jeden Fall, die Sie da in der Schule verwirklichen. Frau Hupft, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne.